Ich wüsste nicht, wie viele Bilder ich gemalt habe, wie viele Zeichnungen. Es sind bestimmt 1.500. Aber das ist ja nicht entscheidend. Wichtig ist, was drauf ist. Ich bin DDR-sozialisiertes Kind und kenne daher Ronald Paris, kenne seine Bilder aus DDR-Zeiten und er gehört zu den berühmtesten DDR-Künstlern. Und das war mir ein inneres Bedürfnis. Wir machen das Neue Deutschland, die Redaktion, eine Gesprächsbandreihe. Da sind zum Beispiel auch Hermann Kant schon erschienen, eine Kollegin hat mit ihm gesprochen, oder Eva Strittmatter, auch Markus Wolf, Gerhard Zwerenz und Ingrid Zwerenz zum Beispiel, da habe ich auch mitwirken können. Und wir wollen so prominente Zeitgenossen vorstellen, vor allem die auch unseren Lesern vertraut sind, mit denen sie aufgewachsen sind. Und dazu gehört eben auch ein bildender Künstler, dachte ich mir. Und da mir Ronald Paris eben, da ich seine Bilder bewundere, er mir sehr lieb ist, habe ich gedacht, musste anfragen. Habe mich sehr gefreut, als im November vorigen Jahres, als ich ihn gefragt habe, er sofort zusagte. Ja, und dann haben wir diese Gespräche geführt über mehrere Tage hinweg. Und ich denke, es ist ein gutes Buch geworden. Dieses Buch ist allerdings nicht nur für Kunsthistoriker oder Studenten, hoffe ich, dass sie auch Studenten, Kunststudenten dieses Buch sich besorgen werden und sorgsam studieren werden, weil es da auch sehr viele Tipps gibt für ihr Handwerk, für das erlernte Handwerk, für die künstlerische Laufbahn, wie man sie erfolgreich bestreitet, sondern es ist vor allem ein Buch für die Leser allgemein, also vor allem für unsere ND-Leser, aber nicht nur für ND-Leser, für DDR-Bürger. Sie werden dort viele Probleme angesprochen finden, die sie sicherlich selbst früher bewegt haben und aufgewühlt haben, die ihnen Hoffnung gemacht haben und die sie auch enttäuscht haben. Also insofern ist es auch ein kleines Geschichtsbuch. Und angefangen habe ich mit 6 Jahren. Und da stand für mich fest, das ist eine Form, sich zu artikulieren. Den Aufsatz habe ich bestenfalls genügend bekommen. In Rechnen auch. Also ich war anders gepolt. Und zum Glück hatte ich ein paar schlaue Lehrerinnen, die haben gesagt, Mensch, es gibt doch, kauf dir mal eine Feder und Tusche. Erstens verbessert sich dadurch seine Schrift und zweitens kannst du dich besser mitteilen. Und vielleicht ist es ein Äquivalent. Mein Vater kam zu Besuch und sagte, als er von meiner Mutter mit Missmut das Zeugnis vorlegte, ach, sagt er, Einstein war auch ein schlechter Schüler. Das hat mich derartig beruhigt. Ich hätte den Tag ruhiger erwartet. Ne? Und das habe ich gedacht, Mensch, die Zeit vergeht. Allerdings noch nicht mit dieser Sicht, die ich heute darauf habe. Aber intuitiv habe ich mich so verhalten. Und das war ein Glück. Was erfährt der Leser dieses Buches über die Person Ronald Paris? Nun, er erfährt sehr viel über ihn. Einmal Persönliches, seine Entwicklung, die Kindheit in Sondershausen. Er ist 1933 dort geboren, in Thüringen. Wie er zur Malerei kam, wie er den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, verarbeitet hat. Wie aus ihm sozusagen auch ein politischer Künstler geworden ist, aufgrund der Prägungen durch die Kindheitserfahrungen im Krieg, durch die Aufbaugeneration, durch seine Lehrer vor allem, zu denen zum Beispiel Otto Nagel gehört. Oder eben auch Gabriele Mucki, also das sind große Namen und die haben ihn geprägt und er ist ein engagierter Künstler, von denen es ja leider nicht mehr allzu viele heute gibt. Ja, man kann das so journalistisch betrachten, aber viel wichtiger ist die Betroffenheit und die Anteilnahme, wenn man ein Kind dieser Zeit ist und sich nicht in ein Schneckenhaus verkriecht. Und Stillleben mal, das sei jetzt mal simpel ausgedrückt. Ich stelle Betroffenheit fest und teile den Satz von Erdlitschka, wenn er sagt, ich warte nicht auf Intentionen, ich lese Zeitung. Das besagt eigentlich alles. Und als ich es mal gefragt worden, sind Sie ein politischer Künstler? Da sagt er, nein, ich bin Maler, der sich für Politik interessiert. Und ich finde, das ist die richtige Antwort. Und die Betroffenheit, die erleben wir ja nicht mal, wenn wir Stellung beziehen müssen. Wenn ich zum Beispiel nicht gefragt werde, warum die Bundesarmee im Ausland kämpft für dieses Land, nicht mal, was als Verteidigung gedacht ist, und da werden plötzlich Kriege geführt, worauf ich keinen Einfluss habe. Das macht mich betroffen, zum Beispiel.
Nun, wir haben angefangen, weil ich dachte, das ist auch der aktuelle Anlass gewesen. Im vergangenen Jahr wurde ja Lob des Kommunismus, das große Wandbild, das er seinerzeit 1969 gemalt hat für das Amt der Statistik, also Haus der Statistik in Berlin am Alexanderplatz. Das musste dort abmontiert werden, weil das Gebäude abgerissen wurde. Und da wurde ein neuer Platz gesucht. Dieser neue Platz ist gefunden worden im DDR-Museum an der Spree, genau gegenüber dem Dom. Und das war der aktuelle Anlass sozusagen, damit steigen wir ein. Wie kam er zu dem Lob des Kommunismus? Was hält er heute davon eigentlich noch von Kommunismus? Und der ist eben der Meinung, dass sein Bild nicht veraltet ist, dass es auch heute noch sehr aktuell ist. Und wir haben es ja auch, wir erleben es ja, die Diskussion selbst in den bürgerlichen Medien, in der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung, das Gespenst des Kommunismus angesichts der Krise des Kapitalismus geht es wieder um. Also insofern ist das in der Tat ein aktuelles Bild. Und es war sozusagen ein naiv-jugendliches Werk, weil ein Architekt zu mir kam und sagte, du, ich habe da eine Möglichkeit, da kannst du dich verwirklichen, und so war es dann auch. Aber es sind nur 11.000 Mark übrig und du brauchst auch noch die Hälfte, um die Rapizwand dann putzen zu lassen. Die Restaurierung heute hat das Vierfache gekostet und das in Euro. Aber wie gesagt, es gab noch kein Geschichtsbild über die jüngsten Geschehnisse seit der Ausrufung der Republik durch Liebknecht. Und damit habe ich begonnen. Nicht? Das heißt, genauer gesagt, begonnen mit einem Arbeiter, der barfuß ist. Und die Milchbrühe war aus dem Ministerium, die haben die Tür aufgebrochen, als die Sache noch in Arbeit war, und haben geguckt, was macht denn der da? Das war kein Auftrag, das war eine illegale Beschäftigung. Denn ich war gesperrt damals fürs Stadtzentrum, weil ich mit Biermann befreundet war und mit Habermann, und das war natürlich alles suspekt. Aber ich muss sagen, das war mir sehr wichtig, weil die Fragestellung für das Wann, Wo und Heute ich nicht verzichten möchte, das befolgt zu haben und nachgedacht zu haben. Ich hätte auch ganz einfach sagen können, naja, man läuft mit der Zeit mit und das ist immer so, aber Kunst ist auch zugleich permanenter Widerspruch und Reflexion des Widerspruchs. Und davon lebt sie letzten Endes. Und ich glaube, sie bleibt aus dieser Überlegung für jede Zeit interessant. Ist es schwieriger, politische Bilder zu machen als ein Stillleben oder Landschaftsgemälde? Also eigentlich habe ich das schon beantwortet. Ja. In der ganzen Fragestellung des Engagements des derzeit lebenden Menschen. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Maler, auf die Schriftsteller oder Musiker. Wir sind angetreten zu reflektieren. Und das Reflektieren kann leicht sein, wenn man eine Vorbereitung gespeichert hat, die das nachher abrufen lässt. Durch eine Provokation einer Zeitung, also Zeitungsnotiz zum Beispiel. Und das ist eben, wie gesagt, wie die weißen Chinesen sagen, der Weg ist das Ziel. Wenn man Glück hat und es findet Reflexion, was ich all den Kollegen hier wünsche, dass sie eine Reflexion erfahren und vielleicht sogar, dass es gekauft wird. Nicht nur gehängt wird. Es ist unwahrscheinlich spannend gewesen und ich habe mich jedes Mal gefreut auf die nächste Gesprächsrunde mit Professor Ronald Paris. Weil wir das haben, im Atelier haben wir die Gespräche geführt und da gab es immer was Neues zu entdecken. Also er ist sowas von kreativ. Ja? Ich weiß nicht, meinen Sie jede Woche ein Bild oder so? Also mir kam es fast vor, du warst nicht im Wochenrhythmus, dass ich kam, manchmal auch zwei, drei Wochen. Also das war frappierend. Also wenn ich jetzt vom Biologischen darauf antworte, kann ich nur sagen, ich fühle mich in der Lage, einfach noch tätig zu sein. Und ironisch könnte ich jetzt antworten, ich habe nichts anderes gelernt.